Hallo zu Friede, Freude, Smartphone und Ihrem Smartphone-Kurs. Hier geht's weiter mit der App Maps und der Aufgabe 34. Du willst zum Rathaus fahren? Starte eine Route dorthin. Probiere Auto, Bahn oder Fahrrad aus. Heute zeige ich Ihnen also, wie Sie sich mit der App Maps eine Route erstellen. Auch dazu öffne ich als erstes die App Maps. Hier in meiner App möchte ich mir heute eine Route erstellen und dafür brauche ich das Suchfeld. Hier oben ist mein Suchfeld, ich tippe hier einmal rein und damit öffnet sich die Tastatur. Jetzt gebe ich hier Rathaus ein. Hier ist mein Rathaus und jetzt bekomme ich hier eine Liste an Rathäusern und könnte eins auswählen. Jetzt zeige ich Ihnen noch eine andere Möglichkeit, seinen Suchbegriff hier einzugeben. Mit diesem X lösche ich den Begriff wieder und jetzt habe ich hier ein Mikrofon. Und wenn ich hier auf das Mikrofon tippe, Rathaus. Dann kann ich meinen Suchbegriff einfach einsprechen. Ich möchte zum Rathaus Schöneberg fahren. Ich tippe hier also drauf. Hier ist das Rathaus Schöneberg und hier finde ich das Symbol Route. Ich tippe hier auf Route und damit wird mir eine Route angezeigt. Hier auf meiner Karte habe ich jetzt eine blaue Route und ich habe zwei graue Routen. Die blaue ist die aktuelle Route, grau sind die Alternativrouten. Wenn ich auf die Zeitanzeige tippe, dann ändere ich damit die Route. Momentan suche ich nach einer Fahrradroute. Hier oben ist Fahrrad ausgewählt und die Route fängt von meinem Standort an. Ich kann das ändern. Ich kann hier oben bei meinem Standort reintippen. Und jetzt kann ich wieder das Mikrofon benutzen. Alexanderplatz. Und damit bekomme ich jetzt eine Route vom Alexanderplatz zum Rathaus Schöneberg. Hier habe ich noch dieses Symbol, diese zwei Pfeile. Das ist das Symbol, um Start und Ende auszutauschen. Wenn ich hier drauf tippe, dann bekomme ich jetzt die Route vom Rathaus Schöneberg zum Alexanderplatz. Hier oben kann ich mein Verkehrsmittel auswählen. Ich habe jetzt Fahrrad ausgewählt. Das hier ist Taxi. Wenn ich da drauf tippe, dann werden mir hier unten Taxis angezeigt. Dafür muss ich die entsprechende Taxi-App auf meinem Smartphone geladen haben. Ich kann auch zu Fuß gehen. Für den Fußweg bekommt man eine gepunktete Linie. Ich kann die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Dann bekomme ich hier eine Auswahl an öffentlicher Verkehrsmittel. Ich tippe einmal drauf. Hier unten habe ich wieder eine Schublade, die kann ich hochziehen. Und hier wird mir jetzt die Route noch einmal genauer dargestellt. Ich kann es auch wieder nach unten schieben. Jetzt gehe ich noch einmal zurück. Ich wollte ja eigentlich mit dem Auto fahren und das ist hier der erste Punkt. Das ist die Route mit dem Auto. Hier sehen Sie, dass diese Route orange und rote Stellen hat. Orange ist zähflüssiger Verkehr, rot ist Stau. Und meine Route hier unten wird mir auch in orange angezeigt und nicht in grün. Orange oder rot heißt, dass sich diese Zeit hier verändern kann. Grün heißt, der Weg ist frei und die Zeit stimmt ziemlich genau. Hier bekomme ich jetzt auch keinen Start, hier bekomme ich nur eine Vorschau, weil ich bin momentan ja nicht an diesem Standort. Jetzt wechsle ich hier oben noch einmal. Ich wollte ja zum Rathaus fahren und hier den Alexanderplatz, den lösche ich noch einmal raus. Nehme dafür meinen Standort. Und jetzt bekomme ich hier Start angezeigt. Das heißt, ich kann jetzt hier auf Start tippen. Jetzt bekomme ich hier noch eine Einblendung. Hier tippe ich auf Schließen. Route geht durch Umweltzone. Und so starte ich meine Route. Um die Route zu beenden, habe ich hier unten dieses X und damit ist die Routenführung beendet. So finden Sie also eine Route mit der App Maps. Probieren Sie es aus. Nicht vergessen, diesen Kanal abonnieren und wieder reinschauen. Tschüss!